Hallo zusammen, hier ist wieder euer einzig wahrer Whitehead im Game Rocket League, der Havax. Ich habe vor fast 2 Jahren mal ein Video gemacht, wo ihr die Rocket ID finden könnt. Das Video wurde sage und schreibe, ich zeige euch das mal hier, da ist es. Das Video wurde sage und schreibe über 12.200 Mal angeklickt und hat sich sehr, sehr großer Beliebtheit erfreut tatsächlich. Und ich habe mir gedacht, da sich ein bisschen was geändert hat bei Rocket League, überhaupt bei Epic Games, ist ja auch nicht nur Rocket League, sondern auch Fortnite und Fall Guys mittlerweile und auch Dauntless, die Spiele, die ich halt auch alle hier auf meinem Kanal spiele. Lasst gerne auch mal ein Like da und ein Abo, falls ihr mich noch nicht kennt, denn hier findet ihr diese 4 Spiele auf jeden Fall regelmäßig, auch im Stream, und lohnt sich auf jeden Fall, Leute. Ich habe mir gedacht, ich mache mal ein kleines Update, weil sich ein bisschen was geändert hat. Wo findet ihr, wenn ihr Crossplay spielen wollt, wenn ihr Freunde einladen wollt, die Epic ID bzw. den Epic Namen? Den braucht ihr ja, um den Freund zu suchen, und manchmal weiß der Freund auch gar nicht so genau, wie heiß ich denn. Ich sag mal, ihr habt auf der PlayStation oder auf der Xbox oder wo auch immer, ihr spielt ja einen bestimmten Namen, so wie ich, kleines O, Havax, kleines O, heiße, muss das nicht unbedingt auch mein Epic-Name sein. Und ich zeige euch das mal an einem kleinen Beispiel von meinem Bruder. Der hat nämlich unterschiedliche Namen auf der Xbox und bei Epic. Und da gehen wir mal hier ins Menü und da seht ihr schon, ich habe mir das hier rausgesucht, er hat sich mal 2 gemacht. Der eigentliche, mit dem ich immer spiele mit meinem Bruder, ist Ripper Dom, ohne das E am Ende. Und ihr seht, so heißt er auf Xbox, Ripper Dom. So wie ich, Havax, mit den kleinen O's heiße. Aber, wenn wir mal hier drauf gehen, seht ihr, ganz klein unten drunter steht Blackout GER mit dem Epic-Symbol. Ich zeige euch auch das nochmal hier in groß. Das sieht so aus. Ihr seht also, Ripper Dom ist sein Xbox-Name, aber der Epic-Name mit dem Epic-Logo ist Blackout GER. Und so könnt ihr das sehen und finden. Es ist sehr, sehr klein im Game, tatsächlich, seht ihr. Aber wenn ihr dann mal wirklich einen Freund gefunden habt, mit dem ihr zusammen zocken wollt, braucht ihr diesen Epic-Namen. Und so findet ihr ihn, und zwar in allen Games. Fortnite, Rocket League, Fall Guys oder auch Dauntless findet ihr diesen Namen so. Es sorgt manchmal für Verwirrung, weil das ein unterschiedlicher Name ist, aber so solltet ihr das Ding finden. Also Leute, das war's schon. Macht's gut. Wie gesagt, den Like nicht vergessen und das Abo nicht vergessen. Das hilft mir immer sehr auf dem Weg zu den 1000. Macht's gut. Bis dann. Ciao.